Und wenn man sich auch anschaut, was die aktuellen Entwicklungen in der European Open Science Cloud angeht, dann gibt es da Abschätzungen, dass also ungefähr bis zu 500.000 Data Stewards gebraucht werden in Zukunft. Hallo zusammen, mein Name ist Ulrike Ostrinski und ich bin bei ZB Med für die Pressearbeit zuständig. Hier für die Playlist führe ich regelmäßig kurze Interviews zu aktuellen Themen von ZB Med und darüber hinaus. Heute habe ich direkt drei Gäste und Gästinnen. Das ist zum einen meine Kollegin Eva Seidelmeier und von der Universitäts- und Stadtbibliothek Fabian Hoffmann und Jens Dirkes. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. 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 Ja, der Grund, aus dem ich euch eingeladen habe, das ist ein Projekt, in dem ihr zusammengearbeitet habt. Das Projekt heißt DataStew und das war vom BMBF, also dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, finanziert. Jens, kannst du kurz erklären, worum es in DataStew ging? Gerne. Die Digitalisierung der Wissenschaft führt in den letzten Jahren dazu, dass die Forschungsdaten sowohl im Volumen enorm zugenommen haben, als auch, dass die Bedeutung der Forschungsdaten im Forschungsprozess als auch in der Kommunikation der Ergebnisse eine immer größere Rolle einnehmen. Und jetzt ist es so, dass die Forschungsdaten nach den Open Science Prinzipien ja nachnutzbar, nachvollziehbar und nachnutzbar sein sollen. Man kann sich jetzt an den sogenannten FAIR-Prinzipien orientieren. Das steht für Findable, Accessible, Interoperable und Reusable. Und in diesem Zusammenhang hat sich in den letzten Jahren auch der Begriff der Data Stewardship etabliert. Insbesondere ist es so, dass wenn man auf den internationalen Raum schaut, dann ist diese Begrifflichkeit Data Stewardship und Data Stewards schon, wird die schon sehr intensiv benutzt. Und es gibt auch Data Steward Programme zum Beispiel im europäischen Ausland. Wenn man das allerdings wiederum auf den deutschen Forschungsraum, mit dem deutschen Forschungsraum vergleicht, dann sehen wir, dass die Landschaft hier doch relativ fragmentiert zu sein scheint. Es gibt Begrifflichkeiten, Forschungsdatenmanagement, Datenmanager, Datenkuratorinnen, also eine ganze Vielfalt, ein Blumenstrauß von Berufsbezeichnungen und Personen, die sich mit dem Thema Forschungsdatenmanagement beschäftigen. Und es stellt sich jetzt die Frage, wie das zusammengeht, wie das zusammenpasst mit diesem Begriff der Data Stewardship. Und die Frage ist jetzt auch dann, wo diese Personen verortet sind, wie diese Aufgaben, die mit Data Stewardship zusammengehen, wie diese Aufgaben umgesetzt werden. Und das haben wir in dem Projekt DataStew als Kooperationsprojekt zwischen der ZB Med und der USB Köln umgesetzt. Und wir haben dabei als erstes eine Bestandsaufnahme der Forschungslandschaft in Deutschland vorgenommen zum Thema Forschungsdatenmanagement und haben daraus dann Handlungsempfehlungen für sowohl für die Praxis als auch für die Wissenschaftspolitik, insbesondere dann auch für die Ausbildung von zukünftigen Generationen von Forschungsdatenmanagerinnen, Data Stewards entwickelt. Das Projekt ist inzwischen nach 10 Monaten Laufzeit abgeschlossen. Das heißt, es gibt Ergebnisse. Es gibt also neue Erkenntnisse über das Berufsbild Data Steward. Eva, kannst du das Wichtigste kondensiert zusammenfassen? Ja, also das Wichtigste ist wohl, dass man das Data Stewardship nicht allgemeingültig definieren kann. Also es hängt immer stark von den jeweiligen Bedingungen der Einrichtungen ab, an denen das Data Stewardship realisiert wird. Deswegen schlagen wir eine Art Perspektivwechsel vor auf die Bedarfe der Einrichtungen und schlagen da unterschiedliche Modelle vor, wie Einrichtungen Data Stewardship bei sich dann auch umsetzen können. Also das heißt, es gibt natürlich unterschiedliche Einrichtungen, also eine kleine Fachhochschule hat ein anderes Budget als eine große Universität. Beide haben nochmal wieder ein anderes disziplinäres Spektrum, was sie bedienen und auch einen anderen Anspruch an die
an die Forschung, die sie unterstützen wollen, oder ob die Data Stewards dann auch selber wissenschaftlich tätig werden sollen. Und wieder anders sieht das dann bei hochspezialisierten Instituten aus, wie beim Max-Planck-Institut oder bei der Helmholtz-Gesellschaft. Also das sind die unterschiedlichen Bedarfsszenarien, mit denen wir es im Data Stewardship zu tun haben. Und vor diesem Hintergrund empfehlen wir eine Art Baukastensystem. Wir haben da sind verschiedene Profile definiert von Data Stewards, die man sich dann entsprechend der Bedarfe zusammenstellen kann. Das ist so diese spezifische Komposition für die jeweilige Bedarfslage ist das zentrale Ergebnis, würde ich sagen. Wir haben dann noch ein paar Empfehlungen auch definiert für die jeweiligen Akteure, die im Data Stewardship tätig werden, also für die Hochschulen, die ausbilden, für die Politik und die Drittmittelförderer, die das dann auch finanzieren, und für die Einrichtungen, die das selber bei sich umsetzen möchten. Die einzelnen Empfehlungen will ich jetzt nicht alle vortragen, weil es auch eine Reihe sind. Die könnten Sie dann in unserem Bericht nachlesen, wie auch die einzelnen Profile oder auch die Bedarfsmodelle für die Einrichtungen. Das steht alles in dem Bericht, der ja erschienen ist. Und vielleicht kann ich trotzdem so ein paar Sachen nennen. Also wir wünschen uns eine langfristige Ausrichtung von Data Stewardship. Dafür ist auch ein gewisses Budget notwendig an den Einrichtungen. Das muss aber auch zur Verfügung gestellt werden. Und dann wünschen wir uns auch, dass die Politik nochmal eine quantitative Analyse anstößt, wo dann die unterschiedlichen Profile, die wir benannt haben, dann auch nochmal abgefragt werden, welche Bedarfe es dafür überhaupt gibt. Also zum Beispiel, unser Eindruck war, dass programmierende Data Stewards, die eng in der Infrastruktur auch dort einzelne Informationstools weiterentwickeln, und dass solche Data Stewards, die in der Disziplin spezialisiert sind, dass das diejenigen sind, die am meisten gebraucht werden aktuell, während koordinierende oder etwas mehr generisch arbeitende Data Stewards leichter auszubilden sind und vielleicht auch in einem anderen Grad gebraucht werden als die beiden erstgenannten. Und das müsste aber nochmal wissenschaftlich abgeklärt werden. Und wenn man das weiß, kann man dann auch zielgenau die Studiengangskapazitäten oder die Weiterbildungskapazitäten ausbauen. Und das wäre ein großer Wunsch oder eine Empfehlung, die wir an die einzelnen Akteure auch richten möchten. Ja, das sind ja jetzt sehr konkrete Ergebnisse. Wie geht's denn weiter mit den Erkenntnissen, Fabian? Also wir haben kürzlich unseren Abschlussbericht veröffentlicht. Da kann jeder nochmal ganz genau nachlesen, was unsere Ergebnisse in der Langfassung sind. Als nächstes werden wir einen Vortrag halten beim Bundesministerium für Bildung und Forschung auf einer Veranstaltung für die Datenkompetenzzentren. Darüber haben wir uns sehr gefreut über die Einladung. Ein nächster Schritt wäre dann, dass wir unsere Ergebnisse auch ins Englische übersetzen wollen, damit auch die internationale Forschung an unseren Ergebnissen teilhaben kann. Den vollständigen Bericht finden Sie natürlich in den Shownotes, den verlinke ich Ihnen. Bei euch dreien bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr hier wart, und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Einschalten. Tschüss!